أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sind hier gerade durch den Park gegangen und ich wollte mich hier draufsetzen. Da meinte der Bruder, ist doch ein Grab, oder? Und dann guck ich hier drauf, da steht da Magdalena Popp, geboren in Posthofen, geboren 25. Juli 1805, gestorben 2. Februar 1887. Engelbert Popp, geboren 16. Mai 1796, gestorben 4. September 1876. Dann hier unten nochmal Engelbert Popp, geboren 6. Dezember 1843, gestorben 28. September 1881. Das war wahrscheinlich der Sohn gewesen. Ja. Ihr seht, die sind jetzt schon länger tot, viel länger tot, als sie überhaupt gelebt haben. Das sind solche krassen Zeichen. Man sieht, dann hier ist irgendjemand, der Breuer heißt. Keine Ahnung. Aber was heißt das? Das werden wahrscheinlich irgendwelche besonderen Personen gewesen sein, weil ansonsten hätten die sicherlich nicht so ein Grab in einem, so ein krasses Grab in einem Park. Aber was hat das ihnen jetzt gebracht? Und hier muss man sich eine Sache merken, und die ist auch für die Leute, die Dauer machen, die Vorträge machen. Es kommt nicht darauf an, wie viele Klicks wir bekommen. Es kommt nicht darauf an, wie viele Leute bei einem Vortrag sitzen. Auch wenn man sich darüber freut, weil es zeigt, Alhamdulillah, die Dauer ist angekommen. Aber wisst ihr, was wichtiger ist als das? Dass das, was wir vermitteln, weitergeht, weiterläuft. Der Prophet a.s. sagte, إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ إِنْقَتَ عَمَلُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Wenn eine Person stirbt, brechen seine Taten ab außer drei. Dann sagt er, وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ, ein rechtschaffener Sohn, der für ihn Dua macht. وَصَدَقَةٍ جَارِيَة, eine Sadaka, die weiterläuft, zum Beispiel, er hat irgendeine Stiftung gemacht oder zum Beispiel ein Krankenhaus gebaut, einen Brunnen gebaut, und die Leute profitieren weiter davon. Ja? Oder عِلْمٍ يَنْتَفِعُهُ, Wissen, von dem profitiert wird. Und deswegen ist das Wichtigste, dass es weiterläuft. Deswegen bitte ich euch, liebe Geschwister, ladet meine Videos runter. Vielleicht schreibt ihr sie auch ab, Transkription. Weil ich will gerne, dass das Wissen weitergeht, was wir vermittelt haben. Es gibt auf meinen YouTube-Kanälen, im YouTube überhaupt über, ich glaube, 1700 Vorträge über verschiedenste Themen. Andauernd werden mir Fragen gestellt und den Admins Fragen gestellt. Und wir müssen immer nur, wie in den meisten Fällen, Alhamdulillah, müssen wir nur ein Video schicken. Wenn wir daraus Broschüren machen könnten beispielsweise, die wir kostenlos verteilen können, damit sich das Wissen verbreitet. Ihr würdet mir einen super gefallen, das wäre eine große Freude für mich. Und ihr kriegt inshallah diese Hasanat auch. Und da gibt es eine schöne Geschichte von Imam Malik, rahimallah. Da gab es einen Gelehrten, der ein größeres Buch geschrieben hatte als der und eine große Stellung hatte. Und Imam Malik hat dazu gesagt, was für Allah war, wird bleiben. Und das Buch al-Muwatta von Imam Malik, was weniger groß war, haben wir bis heute. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die andere Person kein Ikhlas hatte, aber das war seine Sorge gewesen. Und inshallah, weil Imam Malik Ikhlas hat, das für Allah gemacht hat, ist dieses Buch bis heute da, Muwatta Imam Malik, und die Leute profitieren davon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.